Nachdenkseiten. Die kritische Website. Mützenich, ziemlich allein, aber spitze und dringend notwendig. Und eine Anregung für das Gespräch in ihrem Freundeskreis. Ein Beitrag von Albrecht Müller. Der SPD-Fraktionsvorsitzende hat am vergangenen Donnerstag eine Rede im Deutschen Bundestag gehalten. Es lohnt sich, diese Rede anzuhören. Sie ist im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Am Ende des Podcasts können Sie das Original anhören. Ich komme aus verschiedenen Gründen darauf zurück. Erstens ist bemerkenswert, was Mützenich gesagt hat. Zweitens sind die Reaktionen bemerkenswert. Was nicht in den Kram der sogenannten Zeitenwende passt, wird als umstritten bezeichnet. Und drittens, der ehemalige Botschafter der Ukraine Melnik darf Mützenich den widerlichsten deutschen Politiker nennen, ohne von der deutschen Außenministerin oder dem Bundespräsidenten zurechtgewiesen zu werden. Was der Tagesschau zum Thema eingefallen ist, ist in Anführungszeichen bemerkenswert. Schlimm. Zitat. Politiker der Grünen, der FDP und der CDU haben SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich für dessen Äußerungen zu einem möglichen Einfrieren des Krieges in der Ukraine kritisiert. Dessen Rede im Bundestag sei ein Rückfall in die alte Russland-Politik der Sozialdemokratie gewesen, sagte Grünen-Chefin Ricarda Lang dem Sender Welt TV. Zitat Ende. Eine Anmerkung. Die Besinnung auf den Kern der erfolgreichen Entspannungspolitik wird als Rückfall diffamiert. Doch weiter bei der Tagesschau. Es ist klar, dass ein Einfrieren dieses Konfliktes am Ende zu unfassbarem Leid der vielen Menschen in diesen besetzten Territorien führen würde, sagte Grünen-Chefin Lang. Zitat Ende. Die Grünen-Chefin setzt offenbar auf den Sieg der Ukraine und hält deshalb nichts von einem Einfrieren, dem Beenden des Konflikts. Mal wieder ein Beleg dafür, wo die frühere Friedenspartei, wo die Grünen gelandet sind. Und weiter geht es mit dem Beitrag der Tagesschau. Zitat: Auch Außenministerin Annalena Baerbock hatte während Mützenichs Rede auf der Regierungsbank den Kopf geschüttelt. Sie hatte bereits im vergangenen Dezember vor einem eingefrorenen Konflikt gewarnt. Das würde Putins Gewaltherrschaft in der Ukraine zementieren, sagt nun ihr Sprecher Sebastian Fischer. Zitat Ende die Tagesschau. NTV berichtete über die Reaktionen verschiedener Politikerinnen und Politiker. Hier einige Auszüge. Zitat: Im Bundestag spricht SPD-Fraktionschef Mützenich über ein mögliches Einfrieren des Krieges in der Ukraine. FDP und Grüne sind entsetzt. Der einstige ukrainische Botschafter in Berlin, Melnik, äußert sich drastisch. Dieser Typ war und bleibt der widerlichste deutsche Politiker. Grüne und FDP haben SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich für dessen Äußerungen zu einem möglichen Einfrieren des Krieges in der Ukraine kritisiert. Fragen der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und der Existenz der Demokratie in der Ukraine dürfen nicht zum Gegenstand von Vorwahlkampf werden, wie es der Vorsitzende der SPD-Fraktion versucht hat, sagte FDP-Chef Christian Lindner der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Er warf dem Koalitionspartner SPD vor, die Debatte um eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine für Wahlkampfmanöver zu missbrauchen. Zitat Ende. Eine Zwischenbemerkung. Wahlkampfmanöver, meint der FDP-Chef. Im Blick auf welche Wahlen soll die Rede von Mützenich von Vorteil für die SPD sein? Schon die hier zitierten Reaktionen von Tagesschau und NTV zeigen, dass die veröffentlichte Meinung in Deutschland nicht auf der Friedensseite steht. Selbst ein sonst bei außenpolitischen Fragen gelegentlich vernünftiger Politiker wie der FDP-Politiker Kubicki arbeitet sich an Rolf Mützenich ab. Frau Strack-Zimmermann sowieso. Noch einmal ein Zitat von NTV vom 15. März 2024. Autoritäres Verhalten. Kubicki greift Mützenich im Taurus-Streit an. FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann verlangt nach Mützenichs Rede eine rasche Erklärung des Bundeskanzlers und der SPD zum Ukraine-Kurs der Bundesregierung.
Wenn Rolf Mützenich, der als Vorsitzender ja für die gesamte SPD-Fraktion spricht, ernsthaft ein Einfrieren des Ukraine-Krieges fordert, rückt die Kanzlerpartei SPD offenkundig von der vereinbarten Zeitenwende ab, sagte Strack-Zimmermann dem Stern. Das ist inakzeptabel und muss schnellstens in der Koalition geklärt werden. Weiter kritisierte sie: Ich bin entsetzt, dass Rolf Mützenich ernsthaft vorschlägt, den Ukraine-Krieg einzufrieren, sagte Strack-Zimmermann. Eingefrorener Mist bleibt auch nach dem Auftauen Mist. Zitat Ende. Zum Abschluss eine Anregung für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Offensichtlich findet der friedenspolitische Vorstoß des SPD-Fraktionsvorsitzenden nicht einmal die Unterstützung der früheren Partner der Entspannungspolitik, also von FDP und Grünen, und vermutlich auch nicht von allen Sozialdemokraten. Deshalb der Vorschlag für Nachdenkseitenleserinnen und Leser und für die Gesprächskreise der Nachdenkseiten. Laden Sie Freunde, bekannte Nachbarn und oder eben die Mitglieder Ihres Gesprächskreises zu einem besonderen Treffen ein. Sie können sich dann die Rede Mützenichs gemeinsam anhören und darüber sprechen. Das wird vermutlich ein interessanter Abend. Hören Sie nun die Rede von Rolf Mützenich vor dem Deutschen Bundestag am 14.03.2024. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in keinem anderen europäischen Land, geschweige denn außerhalb Europas, wird über ein einzelnes Waffensystem so gestritten wie in Deutschland. Auf diese Debatte brauchen wir uns nicht einzubilden, auch weil eigennützige und niedere politische Beweggründe den Streit leider anheizen, meine Damen und Herren. Man muss sich schon fragen, ob diejenigen, die diese Debatte befördern, davon ablenken wollen. Und da frage ich mich, Herr Wadefuhl, Herr Kollege Wadefuhl, wo leben Sie eigentlich? Deutschland ist das Land, was hinter den USA am meisten für die Ukraine tut. 28 Milliarden Euro in den letzten 2 Jahren. Und da geht es eben in der Tat, Herr Kollege Wadefuhl, nicht allein um militärische Güter, sondern da geht es um humanitäre Hilfe, um Soforthilfe, um wirtschaftlichen Wiederaufbau, aber eben auch um die Flüchtlinge, die immer noch bei uns in Deutschland leben und die hier Schutz gefunden haben. Und bei diesen 28 Milliarden Euro sind noch nicht mal die privaten Hilfen einberechnet. Und wir sollten doch stolz sein auf die Bürgerinnen und Bürger, die eben den Menschen aus der Ukraine, meistens junge Mütter mit ihren Kindern, die geflohen sind vor diesem Krieg, auch diesen Schutz hier geben. Deswegen brauchen wir doch eine angemessenere Debatte, als nur über ein Waffensystem, meine Damen und Herren, zu streiten. Und wer vielleicht in diesem Haus, aber ich befürchte nein, wer hat die Menschen, die noch bereit sind, sich der Information zu stellen, denn darüber unterrichtet? Vor wenigen Tagen war der tausendste ukrainische Patient in einem deutschen Krankenhaus aufgenommen worden. In den restlichen 26 Staaten der Europäischen Union waren es 2000. Bemerken Sie den Unterschied, was Deutschland für die Ukraine auch in der Humanität und in der Menschlichkeit letztlich tut. Das gehört auch zu einer Debatte mit dazu. Wir brauchen positive Beispiele, damit der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft auch gelingt, meine Damen und Herren. Deswegen, ich glaube, wir sollten uns auf Wichtigeres konzentrieren. Warum sind andere europäische Staaten nicht in der Lage, mehr Mittel nach ihren Ankündigungen bereitzuhalten? Warum ist da drin ein so großer Unterschied zwischen uns? Brauchen wir nicht eine Debatte in Deutschland darüber, dass wir die hier zu uns gekommen sind, die Schutzsuchenden zum Beispiel besser in den Arbeitsmarkt integrieren? Das ist doch eine wichtige Diskussion auch letztlich für uns. Und genau darum, ja, Sie reagieren genau, weil nämlich Ihre kleinteilige Debatte den Herausforderungen nicht gerecht wird. Sie können es einfach nicht, meine Damen und Herren von der Union.
Und ich sage auch in Ihre Richtung und vielleicht diejenigen, die sich davon angesprochen fühlen, brauchen wir auch nicht eine kluge Debatte darüber, wie wir die Länder, die den Krieg in der Ukraine anders deuten oder instrumentalisieren, mehr für das Ziel eines Kriegsendes aktivieren. Leider, und das müssen wir doch sagen, außerhalb Europas haben viele Länder einen anderen Blick auf diesen Krieg. Sie sagen, es ist vielleicht durch den Westen verantwortet. Sie reagieren mit Schadenfreude. Andere sagen, das ist das Ende der 500-jährigen westlichen Dominanz der internationalen Ordnung. Damit muss man doch umgehen. Und warum schadet es denn? Warum schadet es diesem Deutschen Bundestag, auch mal diese Fragen zu stellen, wie wir diese Länder überzeugen können, uns in Europa stärker eben von diesem Kriegs, von dieser Kriegsfessel auch zu befreien? Und da bin ich bei einem, finde ich, auch Frage, die offensichtlich ja manchmal auch hier schon als Schandfleck bezeichnet wird im Deutschen Bundestag, allein wenn man diese Frage stellt. Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann? Geht es nicht auch politisch um diese Fragen? Und deswegen sage ich Ihnen auch, das Interview des Papstes mag verstörend, unglücklich gewesen sei in seiner Wortwahl, aber sich für den Papst zu schämen, geht es nicht auch eine Nummer kleiner aus Ihren Reihen? Ich finde, das wird einer angemessenen Diskussion über die Situation des Krieges in der Ukraine nicht gerecht. Und ich finde, auch die Opposition könnte mehr tun, als den kurzen, kleinen innenpolitischen Vorteil zu suchen. Warum reden Sie mal nicht mit Frau von der Leyen, die schöne Bilder, große Ankündigungen macht und die einzige Lösung vorschlägt, einen neuen Kommissar für Verteidigung nach der Europawahl in Brüssel zu bestimmen? Ist das wirklich der Ukraine hilfreich und angemessen? Oder wen eigentlich beeindruckt es, dass der bayerische Ministerpräsident sich mit einem Marschflugkörper abbilden lässt? Vielleicht Herrn Söder interessiert das. Aber wäre es nicht an der Zeit, mit Herrn Weber mal darüber zu reden, sich nicht den Postfaschisten anzubieten für später und den Orbans? Das ist die Frage letztlich auch dafür. Also, meine Damen und Herren, ich finde, manches Maß ist verloren gegangen. Aber ich habe da überhaupt gar keine Bedenken. Auch manches Maß in der Koalition ist nicht mehr dort. Und ich finde, dass dem kein Einhalt geboten worden ist, ist ein Armutszeugnis. Wenn der Regierungschef, der Bundeskanzler, mit Begriffen wie Sicherheitsrisiko oder Unwahrheit belegt wird, dann ist das nicht nur unredlich, sondern ich sage es sehr deutlich, auch bösartig. Und dies gehört nicht in eine parlamentarische Demokratie und schon gar nicht in eine Koalition. Der Bundeskanzler hat von Anfang an der Ukraine beigestanden und die nationale Sicherheit unseres Landes gewährleistet. Beides hat er geschaffen. Und dafür bedarf es auch der Würdigung und der Unterstützung und nicht der Beleidigung, meine Damen und Herren. Und deswegen sehr klar, Zeitenwenden sind nichts für politische Spielernaturen. Gebraucht wird Verstand, Besonnenheit und Klarheit. Und das tut der Bundeskanzler in der Abwägung, die er als Regierungschef hat. Um es noch mal etwas deutlicher zu sagen, damit auch Sie von der Opposition, Herr Wadefuhl, und vielleicht der eine oder andere verstehen, um was es eigentlich überhaupt geht. Im Oktober, da können Sie gerne auch lächeln oder dazwischenrufen, im Oktober 2022 befürchtete die amerikanische Regierung den Einsatz taktischer Atomwaffen im Krieg in der Ukraine. Das sollte uns aufhorchen lassen. Manche waren bereits damals
von dieser Möglichkeit, dass sie mitgedacht werden musste. Und wir können dankbar sein, dass im Weißen Haus ein amerikanischer Präsident sitzt, der alle, glaube ich, notwendigen Signale gegeben hat an eben Moskau, dass es nicht zu dieser Gefahr gibt, als viele Zehntausende von russischen Soldaten zurückgedrängt worden waren, eingeschlossen und möglicherweise auch gefährdet waren, dass diese taktische Atomwaffe nicht zum Einsatz gekommen ist. Aber das hat nicht gereicht. Es bedurfte eines Wortes, und das ist ja die Änderung der internationalen Ordnung, aus Peking, des chinesischen Regierungs- und Parteichefs, der das nukleare Tabu noch mal bekräftigt hat. Und wer war an seiner Seite, als dieses nukleare Tabu bekräftigt wurde, um diesen Einsatz zurückzuhalten, einer taktischen Atomwaffe? Es war der Bundeskanzler, der gegen ihren Willen nach China gereist ist und dieses Gespräch gesucht hat. Und leider gab es auch Zurückhaltung in der Regierung. Deswegen sage ich sehr klar, meine Fraktion schafft dem Bundeskanzler den Raum für solche besonnenen Entscheidungen und für solche auch Besonnenheit in der internationalen Politik, weil dieser Beitrag für die internationale Sicherheit, für die Sicherheit der Ukraine war größer gewesen als irgendeine Diskussion über irgendein Waffensystem, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen nochmal, Zeitenwenden sind nichts für politische Spielernaturen in unserer politischen Debatte. Und das zeigt sich, genau das ist die Voraussetzung für den Umgang mit Taurus. Der Bundeskanzler hat seine Gründe klar und unmissverständlich geäußert. Es war an der Zeit, der Regierungschef, und das müssen Sie einfach mal akzeptieren, hat alle Kenntnisse, alle Erfahrungen, alle notwendigen Informationen, um abzuwägen und zu klaren Ergebnissen und auch Einsichten zu kommen. Aber was viel wichtiger ist, meine Damen und Herren, der Bundeskanzler trägt die Verantwortung. Er hat hier im Deutschen Bundestag den Amtseid abgeleistet, dass er angemessen handelt, aber nicht zum Schaden der Bundesrepublik Deutschland. Und bitte akzeptieren Sie das und glauben Sie nicht denjenigen, die in Talkshows meinen, sie wüssten es besser und die da meinen, sie müssten ihre neuen Bücher einfach anpreisen, die sie mal so schnell geschrieben haben. Das ist nicht der Wert für eine angemessene, besonnene Diskussion in der internationalen Politik und der Gefahren, meine Damen und Herren, die dort drohen. Zum Schluss. Ja, bisher war die umfassende Hilfe für die Ukraine unumstritten gewesen. Und gleichzeitig werden wir in den nächsten Monaten die Prüfung dafür ablegen müssen, ob wir nicht in die Fußstapfen anderer Länder treten, die Inneres gegen Äußeres ausspielen. Das ist die große Gefahr. Und deswegen wird der Haushalt eine entscheidende Frage dafür sein, dass wir beides schaffen, die Ukraine zu unterstützen und unserem Land die notwendigen Investitionen zu geben, dass sie die Zukunft schaffen kann, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.